Die zweite Zahl ist eine 7. Nein. 3. Nein. Nochmal eine 5. Nein. Ach ja, Ansage. Ach Gott, es gibt sogar einen Außenbereich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich zockt das Murmeltier. Ach, guck mal da. Geile Ansicht. Ja, so bist du. Wir müssen uns die Warnschilder vorlesen hier. Wer lässt eigentlich ein Gefängnis verlassen? Alle zu brav geworden. Ja, moin. Jos, komm, wir müssen die Räume gemeinsam durchsuchen. Wo bist du jetzt hingegangen? Ich bin im Truck. Why are you bullying me? Jos, komm mal her. Wohin? Ist doch nicht schon da. Ihre Papiere bitte. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Bitteschön. Das sieht mir nicht legal aus. Jos, Achtung, Stolpergefahr. Wie sieht das bei dir aus? Komm, geh mal hier. Geh mal hier. Was kannst du? No inmates allowed without safe. Keine Ahnung. Jo, was? Oh, ich kann nicht mehr. Irgendwann nehme ich so eine Tasche und hänge mich daran auf. Ah! Abzocke. Wo ist der Lichtschalter? Wunder, dass das Gefängnis zugemacht hat. Das ist ja massiv unhygienisch. Ah ja, jetzt sehe ich das Problem. Windows-Error. Ich würde noch rüber die Gänge durchsuchen. Sowas ist echt für 5 Leute gemacht hier. Boy. Also ich finde hier nichts. Hier oben ist alles clear. Auf jeden Fall auf der linken Seite, auf der A-Seite. Jetzt kommst du auf der B-Seite. Nein, jetzt hast du die Schnauze! Oh, 20 Grad. Was? Kocht er sich dann Mittagessen oder was? Ein Notausgang in einem Gefängnis. Ja, falls brennt. Diese Ironie. Im Gefängnis, ne? Wo soll es hier brennen? Alles ist aus Eisen oder Beton. Das ist die Badezimmer. Haulende Mörder wieder? Oder? Ja, ich dachte gerade, da lebt eine riesige tote Ratte, aber das war nur ein Handtuch. Joas? Ja? Komm mal her. Wer hebt die auf? Was ist das denn? Seife. Kann man die aufheben? Das geht gar nicht. Jetzt kommen wir in die Turnhalle oder sowas. Nee, Mensa. Minus 11 Grad, minus 11 Grad, minus 11 Grad. Ladies and gentlemen, we got him. Ich leg den Kruzifix hier hin. Ja, dann wirf. Ich geh nochmal raus jetzt nochmal. Ja, komm, dann geh ich auch mal raus. Das kannst du vergessen mit der Infrarot. Alter, hör auf! Und dann nehme ich noch das Sprich-zu-mir-Ding mit. Hier, die haben schon eine Kamera in der Mensa. Hast du das Licht in der Mensa angemacht? Ach Mann, so eine Scheiße! Ganz gelassen, wie ein LKW-Fahrer. Gehen wir noch mal rein. Achso, gut, ja. Hä? Mein Licht flackert. Mein Licht flackert auch. Kannst du hinter... Ich gucke von hinten, ne? Du musst von vorne gucken. This is all wrong. Ist der? Da kommt er. Auf, Jos. Muss rennen. Sie hat aufgehört, uns zu verfolgen, oder? Ich hab extra gesagt. Sie hat die Tür zugemacht. Ja, auch hier hat sie eine Seite zugemacht. Aber ich am Arsch. Da ist sie. Saftiges Foto gemacht. Ich muss dir jetzt leider sagen. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ich schätze, es ist ein Dämon. Also ich habe so ein Gefühl. Ja, du musst ja allein sein, das Licht muss aus sein, ne? Das ist ja auch bewusst. Wo ist der Lichtschalter? Du hast den irgendwie gefunden. Ja, ich suche gerade den Lichtschalter. Hat sich erledigt. Gut, ich gehe raus, ne? Mhm. Viel Spaß wünsche ich dir. Das Licht ist wieder an. No, get those lights off! Off! Ich jetzt wieder raus. Mir war es kurz anzugelegt.
Gib uns ein Zeichen. English, motherfucker, do you speak it? How old are you? Das können wir aufgeben. Kommt keine Antwort. Wo ist der Lichtschalter? Kannst du das Licht anmachen? Dieser vor mir. Die war. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kannst du bitte aus der Ecke rauskommen. Suchen wir die Wand noch nicht, Schalter ab. Here we go! User joined your channel. User left your channel. Wir haben behinderte Menschen, die eine Verhaltensauffälligkeit zeigen, weil sie mit dem Kontext, in dem sie leben, und mit ihrer Lebensgeschichte und mit ihren Kompetenzen nicht zurande kommen. Ich habe jetzt die ganze Wand abgesucht und hier ist kein Lichtschalter. Nein, doch. Kann die Kerze bitte stehen bleiben? Das gibt eine Anzeige. Im Erfrieder zeigt nichts an. Habe ich auch festgestellt. Ich habe das Geister... Was ist mit dem Geisterbuch? Ja, reingeschrieben. Perfekt, wir gehen raus. Oh, Digga, die Aktivität war aber aktiv, du. Da wir jetzt das Geisterbuch als Beweis haben, würde nur noch ein Dämon und ein Jura in Frage kommen. Ich schätze, es ist ein Dämon. Also ich habe so ein Gefühl. Let's go. Es war ein Dämon. Nice. War mir irgendwie klar. Thank you.